Meister Gerhard von Riele. Das Denkmal, eine Kathedrale. Eigenartig. Das Wetter schien doch so schön. Bestimmt ein Hitzegewitter mit Blitz aus heiterem Himmel. So begann es damals auch, mit einem Blitz. Damals, 1248. Kaum war die Sainte-Chapelle in Paris, Aufbewahrungsort der Dornenkrone Christi, konsekriert, wurde im Kölner Domkapitel der Ruf nach einer neuen Kathedrale laut. Größer sollte sie sein, schöner, gewaltiger als alles, was bisher gebaut wurde. Vor allem schöner als der alte Dom, der Hildebold-Dom. Er war im Weg, er musste weg. Schon wieder ein Donner. Kann das Zufall sein? Es scheint irgendwo eingeschlagen zu haben und zu brennen. In einer Gewitternacht brannte er ab. Doch es war Brandstiftung, wenn auch gut getarnte. Omnia ad majorem Dei gloriam. Fast wäre der Dreikönigsschrein dabei zerstört worden. Fast. Wir wissen, man hat ihn gerettet. In Wirklichkeit ging es um Eitelkeit und Geltungswahn und um das Diktat der Mode. Ja, Sie hören ganz richtig. Mode. Man wünschte sich ein Bauwerk im Stil der Zeit. An Romanik hatte man sich satt gesehen, davon hatte man genug. 12 Kirchen in Köln zeugen heute noch davon. Nein, man favorisierte den von Nordfrankreich herübergekommenen gotischen Baustil mit Spitzbogen und Türmen, Arkaden und Fialen, Kreuzblumen und Krabben, aufwendigen, horrend teuren Glasmalereien und, und.